Liebe Brüder und Schwestern, der Advent hat begonnen. Die erste Kerze am Adventkranz brennt hier in der Kirche. Ja, und am Ende der Messe werden wir dann auch noch die anderen Adventkränze segnen. Ja, und diese Zeit lädt uns ein, wachsam zu sein, ja, den Herrn zu erwarten, der kommt. Ankommen möchte der Herr bei uns in der Welt. Aber seine Ankunft ist eine doppelte Ankunft. Wie wir eben im Evangelium gehört haben, kommt Jesus auch am Ende der Zeiten. Er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Er bricht herein in diese Geschichte, in diese Weltgeschichte, hinein in unsere Lebenswelt. Und wir sollen ihn erwarten, bereit zu sein. Ja, einmal wird der Herr mit Macht und Herrlichkeit kommen, nicht wie damals in Bethlehem, in der Verborgenheit, in der Stille, in der heiligen Nacht als kleines Kind in der Krippe. Unbemerkt von den meisten Menschen, unbemerkt von der Weltöffentlichkeit. Jesus spricht heute im Evangelium, ja, dass die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Alle Völker und Nationen werden es sehen, dass der Herr da ist. Sind wir bereit für sein Kommen? Erschreckend sind diese Texte, wenn wir da lesen, Zeichen werden sichtbar an Sonne, Mond und Sternen. Die Völker werden bestürzt, ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Ja, was wird da über die Erde kommen, über diese wunderbare Schöpfung Gottes? Aber dennoch, wir haben Zuversicht, denn wir wissen uns geborgen in Gott. Wir, die wir glauben an den Herrn, die wir ihm vertrauen, seiner rettenden Macht, wir dürfen zuversichtlich sein. Auch wenn diese Texte manchmal erschreckend sind, Gott ist für uns da. Er ist schon mitten unter uns, er ist schon gekommen. Jesus hat schon in unseren Herzen Wohnung genommen. Aber dennoch sollen wir bereit sein für ihn, vor allem auch für die Stunde des Todes. Spätestens dann werden wir dem Herrn, dem König der Herrlichkeit, begegnen. Und Jesus sagt, seid wachsam, betet, seid bereit, damit euch dieser Tag nicht überrascht, nicht so ist wie ein Mensch, der in eine Falle tappt. Ja, jene tappen in eine Falle, die nur für das irdische Leben, die nur an das Zeitliche denken, an ihren eigenen Vorteil, an den materiellen Besitz, die Gott und seine Gebote ignorieren. Ja, die sind dann wirklich so wie Menschen, die gefangen werden von einer Falle, weil sie nicht bereit sind für den Herrn. Für uns aber bedeutet sein Kommen Freude, Hoffnung, Zuversicht, Befreiung. Ja, der Herr möchte immer wieder neu ankommen in unseren Herzen. Gerade jetzt in dieser Adventzeit sind wir eingeladen, uns zu besinnen, zur Stille, zum Gebet, dass wir uns hinsetzen zum Adventkranz, zu einer brennenden Kerze, dieses Licht anschauen, das Christus symbolisiert, der das wahre Licht der Welt ist, das wahre Licht, das alle Dunkelheit der Sünde, des Bösen, der Gottlosigkeit vertreibt, das uns erleuchten möchte, uns mit Hoffnung und Zuversicht erfüllen möchte, mit Frieden. Lassen wir uns neu erfüllen vom Licht Christi. Gehen wir wieder einmal zur Beichte. Auch wenn Sie vielleicht schon lange nicht bei der Beichte waren, es ist ganz unkompliziert. Einfach das, was Sie auf dem Herzen haben, sagen Sie im Beichtstuhl. Sagen Sie es
dem Priester, der sie im Namen Jesu losspricht. Denn Jesus ist die fleischgewordene Barmherzigkeit. Er ist dieses fleischgewordene Wort, durch das alles geworden ist. Er ist wirklich unser Retter und Erlöser, unser Befreier. Er schenkt uns einen Frieden, den nur er uns geben kann. Nein, es kommt bei der Beichte nicht auf Formalitäten an, sondern wirklich, dass man sein Herz öffnet. So möchte ich Sie einfach ermutigen zum Vertrauen, dass Sie einfach zum Herrn kommen und sich erneuern lassen. Ja, beginnen wir neu, dem Herrn nachzufolgen, auf ihn zu hoffen, sein Wort zu beherzigen, sein Gebot. Und so möge dieses Licht Christi in uns immer mehr zunehmen, immer strahlender werden, so wie dieses Licht am Adventkranz, wenn wir eine Kerze nach der anderen anzünden im Laufe des Advents. Möge Jesus uns mit seinem Licht erfüllen und uns zeigen, dass wir eine unzerstörbare Hoffnung haben. Ja, so wie der Adventkranz eigentlich ohne Anfang und Ende ist, so haben wir unseren Anfang und Ursprung in Gott. Auch daran sollen wir denken. Der Kranz symbolisiert unser eigenes Leben, dass wir Gott, unserem Vater, verdanken und das vollendet werden soll in seiner Herrlichkeit. Ja, es ist ein Bild für die Welt, für den ganzen Kosmos. Alles ist durch Gott geworden, alles hat er geschaffen. Aber unser Leben hat einen Anfang und ein Ende. Es gibt keine Reinkarnation, keinen Kreislauf, kein Rad der Wiedergeburt, wie manche meinen, wenn manches nicht so gut gelingt, ja dann komme ich einfach wieder auf diese Erde. Das ist Unsinn, das ist mit dem Christentum nicht vereinbar. Unser Leben hier auf der Erde ist einmalig. Es ist ein Geschenk Gottes, unseres Vaters. Und wenn auch manches unvollendet bleibt, wenn auch manches bruchstückhaft ist in unserem Leben, wenn wir merken, ja, vieles ist eigentlich nicht so gelungen, wie ich es mir gedacht, ersehnt und erwartet habe. Vieles bleibt unvollendet. So dürfen wir doch voll Zuversicht und Freude sein, dass der Herr das alles einmal ausfüllen wird, was uns nicht gelingt. Was bruchstückhaft ist, wird er vollenden, weil er uns unendlich liebt, weil er überreich ist an Erbarmen. Ja, vertrauen wir dem Herrn. Er wird unseren guten Willen sehen, unser ehrliches Bemühen und uns mit seiner Gnade stärken und das vollenden, was uns nicht so gelungen ist. Ja, Jesus, er schenkt Vollendung. Und vertrauen wir auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Mutter des ewigen Wortes, die wir als die Königin des Advents anrufen dürfen. Sie bittet für uns, dass unser Glaube wächst, unsere Hoffnung stark wird und dass wir uns ergreifen lassen von der Liebe Gottes. Dieser Liebe Gottes ist letztlich alles möglich und sie wird alles verwandeln und erneuern. Amen.